Schneckinsekt. Schnack. Schneck, Schneck, Schnacken, Schnecken. Und genau, das wollen wir jetzt mal probieren. Ganz besonders tolle Idee, finde ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Die Leute von Schneckinsekt lassen sich die Tatsache mal wieder was Neues einfallen. Hier gibt es schon das 7. Video über Schneckinsekt von uns. Erstaunlicherweise haben die sich noch ja nicht bei uns gemeldet. Ganz schön frech. Trotzdem ein Kompliment, dass sie sich immer wieder irgendwas lustiges einfallen lassen. Ich habe natürlich wieder was besorgt und Rico darf wieder auspacken. Also wir haben schon Heuschrecke gegessen, Mehlwurm, Grille, so zum Snacken. Und Riegel haben wir gegessen davon, Lutscher. Und das ja Schokolade. Und jetzt ganz neu, also für mich neu. Rico packt gerade aus. Bio-Polster-Chips? Naja, damit es nicht kaputt geht. Das ist aber nicht zum Essen. Nein. Aha, also diese Polster-Chips hier, die werden aus pflanzlicher Basis hergestellt, Mais- und Kartoffelstärke, und sind daher biologisch abbaubar und kompostierbar. Weil irgendwie Wert drauf von Stack gesetzt. Sehr gut. Finde ich super. Nicht schlecht. Aber darum geht es ja auch nicht. Nee, jetzt kommen wir zum eigentlichen. Gib mal eins. Ah. Besoffene Insekten. Sind das genau. Angeschwipste Insekten, Wurmwasser heißt es. Alter. Warum sind sie? Mit echten Mehlwürmern 37,5 Umdrehungen. Wodka mit Crunch. Und brauchst du nichts mehr da inzwischen essen, hast du schon drin. 20 Milliliter. Ja, also man riecht schon, dass da was drin ist. Ja, und dass nicht nur der Wodka da drin ist. Na, was riecht denn da? Wie Corona? Nach besoffener Mehlwurm. Ja, ich mit mal dran. Die haben eine Party gefeiert und sind besoffen. Das ist ja Wahnsinn. Also. Hast du ihn? Hast du ihn? Kaufst du gerade? Sag mal, soll ich dich gleich mit Ex nehmen? Ja, ob da verschluckst du ihn hier rein? Ah, wegen dem Mehlwurm. Das knallt aber auch gleich ruhig. Oh, ja. Na, crunchy ist das nicht? Mm. Oh. Ach Gott, sind wir alle drei genommen. Ah, ey. Ich hab hier noch einen drin. Alter. Also eine hervorragende Idee, finde ich. Das ist echt gut. Die Idee ist cool. Die Idee ist echt gut. Die Idee ist richtig gut. Die Idee finde ich auch richtig gut. Also allein für die Idee würde ich 2 Punkte geben. Ja, auf jeden Fall. Ich würde so ja 3 geben. Ja. Mhm. Ja, sind aber nicht ganz günstig. Link in der Beschreibung übrigens, unter dem Video. Ja, das ist echt, du hast da einen Kaustar drauf rum und hast da den Wodka da mit drin, 37,5 Volt hier. Ja. Ja, das ist schon. Mach mal damit eine Pyramide, ey. Oder einen Kreis. Oh, dann bist du bedient. Boah. Ja, nach dem 5. ist dir das dann wohl ja. Boah. Oh, ey. Was habt ihr da mal nicht so? Mm. Boah, da, nimm mal den 2. Schluck, ey. Der 2. ist schlimmer wie der 1. Alter. Das ist hart. Das ist echt hart. Link in der Beschreibung? Ja, klar. Gönnst du euch? Das ist bestimmt der Krach auf jeder Party. Ich werde es verschenken zu Ostern. Dann bin ich ja mal gespannt, was die sich noch alles einfallen lassen. Ja, ich freue mich schon auf den nächsten Gag hier. Ja. Von Schneckinsekt. Definitiv. Grüße gehen raus an Schneckinsekt. Genau. Top. Also ihr habt echt Ideen. Finde ich richtig cool. Also in Schneckinsekt gibt es auch bei Facebook und Instagram, ja. Okay. Auch die Links hier unten in der Beschreibung. Alles da.
Macht's gut. Wir sehen uns. Bis demnächst.